Ich bin Zeynep, bin 14 Jahre alt. Mit 2 Jahren bin ich aus Syrien, meiner Heimat, geflohen. Durch meine Eltern weiß ich, dass es Krieg war. Ich weiß nicht mehr viel, aber ich kann mich daran erinnern, wie wir in Griechenland getrennt wurden. Wir dachten, meine Mutter und mein Bruder wären tot. Später in Deutschland trafen wir uns wieder. Mein älterer Bruder hat schlimme Dinge erlebt. Wenn er uns besucht, dürfen wir nicht laut sein. Ansonsten kriegt er Panik. Ich kann mich auch noch an eine Szene erinnern. Das war, als wir von Serbien nach Deutschland kamen. Wir sind mit einem Taxi gefahren. Das Taxi war ein Fluchtfahrzeug. Ein dicker Mann vor uns. Er hat uns über die Grenze geholfen. Ich musste dringend auf Klo, aber ich durfte nicht, sonst wären wir entdeckt worden. Als wir nach Bayern kamen, dachten wir, unsere Mutter und mein älterer Bruder wären tot. Mein Vater lernte eine neue Frau kennen. Ich war 6 Jahre alt. Er war den ganzen Tag bei ihr. Wenn er abends wieder kam, war er betrunken. Die Frau war gemein zu uns. Sie hatte einen schlechten Einfluss auf meinen Vater. Ich musste meinen kleinen Bruder vor der Frau beschützen und mich um ihn kümmern. Es war hart für mich und für meinen kleinen Bruder. Mein Vater und die Frau stritten sich und mein Vater entschied sich, mit uns nach Hamburg zu ziehen. Wir schafften es nach Hamburg und dort gab es einen schönen Augenblick, in dem ich alle meine Sorgen vergaß. Wir trafen meine Mutter und meinen Bruder wieder.